In diesem Video geht es darum, wie im Chemotion ELN Reaktionen erstellt werden und welche Optionen es in diesem Zusammenhang für den Eintrag von Chemikalien gibt. Um eine Reaktion zu erstellen, wird innerhalb der ausgewählten Collection das blaue Symbol Create Reaction ausgewählt. Es öffnet sich ein neues Fenster, wo direkt ein Menü zum Hinzufügen von Edukten, Reaktanten und Produkten zu sehen ist. Eine Bearbeitung der Reaktion ist durch direkte Veränderung der Reaktionsgleichung nicht möglich. Reaktionen können nur indirekt durch Anpassung bzw. Änderung der verwendeten Chemikalien bearbeitet werden. Unter dem grünen Plus-Symbol kann ein neuer, separater Eintrag für Chemikalien erstellt werden, der mit der Reaktion verknüpft ist. Sind die Chemikalieneinträge schon angelegt, zum Beispiel als Übersicht von gekauften Chemikalien, so kann über die Navigation unter dem Chemikalienverzeichnis die Chemikalie per Drag and Drop in die Reaktionsgleichung gezogen werden, ohne sie erneut zeichnen zu müssen. Beim Drag and Drop sollte jedoch beachtet werden, welcher Eintrag aus der Molekülliste ausgewählt wird, da hier eine Verknüpfung zur Reaktion erstellt wird. In der Übersicht wird die Molekülübersicht grau hinterlegt dargestellt. Jeder einzelne Eintrag zu einem Molekül steht mit dem spezifischen Molekülnamen weiß hinterlegt unter der grau hinterlegten Übersicht. Wird die grau hinterlegte Molekülübersicht per Drag and Drop in eine Reaktion gezogen, wird nach Speichern ein neuer Eintrag mit der laufenden Nummer erstellt. Zum Beispiel entsteht nach ACF04, dann ACF05. Wird ein spezifisches, weiß hinterlegtes Molekül in eine Reaktion gezogen, wird ein Eintrag generiert, der mit dem vorherigen Molekül verknüpft ist und dessen Eintragsnummer auf dem vorherigen Molekül aufbaut. Zum Beispiel entsteht aus ACF04 dann ACF041. Unter Reactants kann man zusätzlich vorgespeicherte Reaktanten auswählen. Auch ein Hinzufügen von Reaktanten per Drag and Drop aus den Chemikalieneinträgen ist möglich. Ein in Chemotion wesentlicher Unterschied zwischen Starting Materials und Reactants ist, dass Reactants nach Speichern der Reaktion und Aktualisierung der Seite nicht in der Liste mit den Chemikalieneinträgen enthalten sind.
Dadurch, dass kein neuer Eintrag generiert wird, wird eine unnötige und unübersichtliche Akkumulation von häufig verwendeten Reagenzien vermieden. Wenn für einen Reactant in der Chemikalienliste dennoch ein Eintrag erstellt werden soll, dann muss die entsprechende Substanz durch Drag and Drop zu den Starting Materials hinzugefügt werden. Wichtig ist ebenfalls, dass, um die Stöchiometrie der Reaktion zu beachten, Chemikalien mehrfach zur Reaktion hinzugefügt werden müssen, wenn mehr als ein Äquivalent davon benötigt wird. Für eine korrekte Ausbeuteberechnung sollte die Einwaage dementsprechend stöchiometrisch aufgeteilt werden. Produkte können analog entweder mit dem Struktureditor direkt neu eingetragen werden, oder durch Drag and Drop eingefügt werden. Genau wie bei den Starting Materials werden auch für die Produkte Einträge in die Chemikalienliste erstellt. Hier sollte noch einmal darauf hingewiesen werden, dass regelmäßiges Speichern ratsam ist. Einige Änderungen werden von Chemotion erst nach Speicherung übernommen und somit sichtbar gemacht. Zu jeder Chemikalie kann die Stoffmenge eingetragen werden. Die restlichen Angaben wie Masse und Volumen werden automatisch von Chemotion berechnet. Dafür muss jedoch die molare Masse bzw. Dichte der Chemikalie in Chemotion eingetragen sein. Für die Einwaagen kann zwischen theoretisch T und real R gewechselt werden, um auch die konkrete reale Einwaage in das ELN eintragen zu können. Die Einheit für jeden Eintrag kann umgestellt werden. Die Ausbeuteberechnung des Produktes erfolgt automatisch. Jedoch sollte man beachten, auf welchen Eintrag die Referenz zur Berechnung gesetzt ist. Eine einfache Zuordnung der Referenz erfolgt durch Anklicken des Feldes Reference neben der gewünschten Substanz.